Viele Afghanen leben im Ausland, blicken mit großem Interesse und nicht geringer Sorge auf die Wahlen in ihrem Heimatland. So auch Studenten in Erfurt. Sie machen gerade einen Abschluss in öffentlicher Verwaltung. Nach dem Studium wollen sie wieder zurück in die Heimat und dort den Wiederaufbau fördern. Ihr Ziel? Ein besseres Regierungssystem. Seit 10 Monaten studiert Sultan in einem fremden Land. Eine große Chance, nur heißt das auch, 10 Monate Angst um seine Frau und seine 2 kleinen Söhne daheim in Kabul. Ich versuche, sie so oft wie möglich ans Telefon zu kriegen. Ich habe Angst, dass sie bei einem Selbstmordattentat getötet werden könnten. Sultan hat früher als Journalist gearbeitet. Seit seinem Masterstudium an der Erfurt School of Public Policy schaut er mit dem professionellen Blick des Politikwissenschaftlers auf die Wahlen in seinem Land. Zu viele Kandidaten treten dort an, so seine Kritik. 41 waren es ursprünglich, das bringe viele Wähler durcheinander. Bei der Diskussion im Seminar schlägt Sultan vor, die Zahl der Kandidaten in Zukunft zu begrenzen. Wenn ein Analphabet oder ein alter Mensch zur Wahl geht, bin ich mir nicht sicher, ob er auf so einem riesigen Wahlzettel überhaupt seinen Kandidaten findet. Und dann haben Wahlbetrüger leichtes Spiel. Sultans Professor ist da gelassener. Dass überhaupt gewählt wird, sei schon viel wert. Man könne nicht nur nach den strengen Standards des Westens urteilen. Trotzdem, Dietmar Herz hofft, dass seine Studenten mit dem, was sie bei ihm lernen, das Regierungssystem ihrer Heimat einmal verändern werden. Und das glaubwürdiger, als es jeder Berater von außen könnte. Die sagen dann nicht, das ist eine westliche Vorstellung, wie man Korruption bekämpft, sondern die sagen, das ist eine effiziente Methode, um unser Regierungshandeln zu verbessern. Und dann hat es mit Kolonisierung nichts mehr zu tun. Sultan jedenfalls will später dabei helfen, das afghanische Schulwesen zu reformieren, damit jedes Kind lesen und schreiben lernt. Wenn ich hier bliebe, dann würde ich mein Land den Taliban überlassen. Soweit unser Tagesthema. Afghanistan, der Tag der Wahl. Mit der Auszählung der Stimmen wurde schon begonnen. Erste inoffizielle Ergebnisse wird es dann in den nächsten Tagen geben. Das offizielle Endergebnis soll am 17. September verkündet werden. Vielen Dank für Ihr Interesse.